So, jetzt geht es endlich wieder zurück auf die geliebte Yogamatte, und zwar mit der Claire Dallas. Sie schenkt eure Yoga-Session, wo es um deine Gesundheit geht und etwas ganz Wunderschönes. Es öffnet dein Herz. Sie bringt 30 Jahre, sagenhafte 30 Jahre Yoga-Erfahrung mit, wenn das mal kein Versprechen ist für eine coole Yoga-Session. Ich wünsche viel Spass dabei und geniesse es. Namaste. Und ganz herzlich willkommen zu dieser Hatha Flow Praxis bei Yonamo Online. Wir fangen gerade in dieser Sitzposition an. Ich schaue, dass ihr zwei Klötze und einen Gurt in der Nähe habt und allenfalls zwei Decken für den Schlussbereich. Wir legen die linke Hand und die rechte Hand, die Daumenspitzen berühren sich und wir schliessen kurz die Augen. Wir schenken uns einen Moment Stille und Ruhe im physischen Körper, damit wir die Subtilität der Atmung wahrnehmen können. Und in erster Instanz einfach mal deinen Atem spüren. Nichts wollen ändern. Einfach wahrnehmen, wie du in diesem Moment atmest. Und wo du im Körper deinen Atem am stärksten spürst. Und ganz langsam mit der nächsten Einatmung öffnen wir die Augen. Wir verlängern die Atmung, indem wir eine langsame Bewegung machen mit den Armen. Die Arme ziehen auf, die Hände kommen allenfalls zusammen. Und bei der nächsten Ausatmung tauchen wir nach vorne in Kindsposition. Du kannst die Knie leicht auseinandernehmen, die Oberschenkel und Scheibeine sind parallel zueinander und dann kommst du mit dem Scheitel, mit dem Stirn zur Matte runter und lässt dich jetzt in dieser Position ein paar verlängerte Atemzüge Zeit, um ganz bewusst im physischen Körper anzukommen. Und ganz bewusst im Atemrhythmus anzukommen. Wir schauen, dass wir unsere Finger gleichmäßig spreizen und dass wir leicht von der Daumenseite, in kleinen Fingerseite, einen ganz leichten Impuls geben, einen leichten Druck, dass das bewegt, dass der ganze Arm sich aufweckt, alle Muskeln sind jetzt wach. Und die Aussenachselhöhle rollt leicht zu der inneren Achselhöhle, dass man hier im oberen Schulterbereich und zwischen den Schulterblättern noch ein bisschen Platz und Raum empfindet. Und die Atmung fließt den ganzen Weg von der Fingerspitze bis zu den Sitzbeinhöcken herab. Und bei der Ausatmung von den Sitzbeinhöcken bis zu den Fingerspitzen wieder aus. Noch drei lange Atemzüge da. In deiner nächsten Einatmung kommst du mit einem runden Rücken hoch. Wir kommen zuerst auf alle vier und dann tauchen wir mit der Hüfte leicht zu den Händen. Die Ellbogen beugen sich zu den Seiten. Du gibst einen leichten Druck in die Handballen rein. Wir lüpfen dabei in den oberen Brustkastenbereich. Wir rollen die Schulter aus dem Weg. Die Ellbogen sind leicht gebogen. Und bei der nächsten Ausatmung machst du wieder einen runden Rücken und sinkst mit den Sitzbeinhöcken zurück zu den Fersen. Wir repetieren diese Übung. Sie wird geführt von deinem Atemrhythmus. Das heisst, vielleicht gehst du ein bisschen schneller oder ein bisschen langsamer, als ich das jetzt mache. Du hast das Gefühl, immer mehr, dass du so ein Wellenreiter bist, ja, surfen. Und du reitest die Wellen von deinem Atem mit dem Körper. Das heisst, Atmung führt Bewegung. Und dadurch kreieren wir eine wunderbare Synchronisation von Atmung und Bewegung. Was eine schöne, beruhigende Wirkung hat auf den Geist.
Und wir repetieren die Übung noch zweimal. Das heisst noch zwei tiefe Atemzüge. Und dann treffen wir uns wieder auf alle vier. Schauen wir, dass wir schön stabil sind, Knie direkt unter die Hüfte. Linke Hand kommt jetzt ein bisschen vor, linken Schulterbereich. Wir tun einatmen, rechten Arm zur Decke ausstrecken und ausatmen mit dem rechten Schulter, rechten Kopf zur Matte runter. Linken Arm strecken wir nach vorne, die Fingerspitze auf der Matte, die Handfläche ziehen weg vom Boden. Und wir schauen, dass in den Knien und Füßen, dass wir genau gleich bleiben wie vorher auf alle vier. Wir schauen, dass der untere Bauchbereich leicht nach oben zieht, dass der untere Rücken schön lang und breit bleibt. Und wir geniessen noch drei lange Atemzüge an. Bei der nächsten Einatmung drückst du dich wieder hoch. Du nimmst langsam die rechte Hand leicht vor dem Schultergelenk. Einatmen, linken Arm streckt sich zur Decke. Und ausatmen, linke Schulter, linke Kopfseite kommt zur Matte runter. Und man streckt dann rechten Arm nach vorne, Fingerspitzen auf der Matte, damit der ganz rechte Arm schön aktiv bleibt. Ja, dass wir nicht einfach so zusammenzacken, sondern richtig schön von der Fingerspitze den ganzen Weg bis zum aussen Hüftbereich in die Länge ziehend. Du schaust wieder, dass der untere Bauchbereich leicht aufzieht, das heisst das Schambein leicht in Richtung Bauchnabel, damit wir hier einen schönen langen Rücken haben. Und in dieser verdrehten Kindsposition tun wir jetzt ein paar Mal gut durchatmen. Lange, regelmäßige Atemzüge. Die nächste Einatmung drückst du dich nochmal hoch. Wir machen eine kurze Pause auf alle vier und spüren einfach die ganze Wirbelsäule, Schulter-Nackenbereich, den Unterrücken. Und dann bei der nächsten Ausatmung gibt es zwei Variationen. Die erste ist ein bisschen einfacher. Du drückst dich in die Matte, kommst mit dem Sitzbeinhöcken zurück auf die Ferse und schließt die Hände wieder für wie in Kindsposition. Nur das Mal tauchen wir die Brustkasten zur Matte ab. Wir öffnen ein bisschen mehr im Brustkastenbereich und bringen entweder das Knie oder den Scheitel, den Stirn, zur Matte ab. Oder du kommst in der zweiten Variation und das wäre, das ist ein bisschen intensiver, also aufpassen mit Nacken und Schultern. Du bleibst mit den Hüften unter den Knie unter den Hüften. Du läufst mit dem Arm vorne und du tauchst hier Herzbereich zur Matte runter, Knie zur Matte und wir kommen in sogenannte Anahatasana und bleiben drei lange Atemzüge da. Ganz langsam kommst du wieder zurück von der Position, wo du warst. Wir laufen zurück mit den Zehen gut in die Matte nähern. Und ganz, ganz langsam jetzt einfach Knie zuerst einmal ein paar Millimeter von der Matte führen, lüpfen und dann langsam hochkommen. Sitzbeinhöcke führen den Weg. Achtsam beobachten, was wach ist, was hier arbeiten muss.
Und wir kommen dann in den Hund und behalten die Fersen weg von der Matte. So, dass du in einen schönen, hohen Hund kommst. Ja, die Fersen schön weg von der Matte. Kopfblick schaut so im Bauchnabelbereich. Die Arme sind gut geerdet. Du gibst immer noch den leichten Impuls vom Daumen und Kleinfingerseite, dass die Arme noch schön wach bleiben und dass du Platz und Raum im Nacken-Schulterbereich hast. Bei der nächsten Einatmung schaust du mit dem Kopf vor. Körpergewicht folgt und wir kommen in Plank Pose. Wir atmen ausatmen, wir kommen wieder zurück in dem höheren Hund, Fersen weg von der Matte. Und einatmen, Kopf zuerst, Körper folgt, einen Moment heben und ausatmen in Hund. Und das machst du wiederum dreimal in deinem eigenen Atemrhythmus. Einatmen beim Vorkommen und ausatmen beim Zurückkommen. Kopf führt den Weg beim Vorkommen und beim Zurückkommen Richtung Bauchnabel mit dem Blick. Und beim letzten Mal laufst du jetzt langsam deine Fersen Richtung Matte zurück, gibst deine Füße so eine kleine Massage, dass sie schön wach werden, schön lebendig. Und dann führst du deine Fersen Richtung Matte und wir kommen jetzt in einen stillen, ruhigen, stabilen Hund. Blick zum Bauchnabel rauf, wunderbar lang von den Fingerspitzen bis zu den Fersen. Spür, wie alles im Körper jetzt wach ist. Die Füße sind wach, die Wadenscheibeine sind wach. Die Oberschenkelmuskulatur, die ziehen auf Richtung Leiste, sodass die Kniescheiben schön nach oben ziehen. Der untere Bauchbereich ist aktiv, das heisst, es zieht leicht zurück, sodass der untere Rücken schön lang ist. Und deine Vorderrippen sind integriert im Körper, dass sie nicht zum Boden abhängen. Und wir geniessen noch einen letzten Atemzug hier. Bei der nächsten Einatmung führen wir das rechte Bein zurück. Es ist aktiv und leicht. Und bei der nächsten Ausatmung kommen wir in Brett, Plank Pose, Knie ziehen wir zum Bauch auf und der Blick ist leicht nach vorne. Einatmen, das Bein wieder zurückführen und ausatmen, das Knie führen. Das machen wir noch zweimal. Einatmen zurück, ausatmen zum Brustkasten und einatmen zurück und ausatmen. Wir bleiben jetzt noch ein paar Atemzüge da, die ein bisschen Bauch-Rückenkraft aufbauen. Natürlich Bein und Arme sind auch involviert. Wir geniessen das und wir nehmen jetzt mit dem rechten Fuß einen Schritt zwischen die Hände und bringen linkes Knie zum Boden runter. Tief einatmen, schön breit durch den. Wir verbinden die Daumen, Zeigefinger, Innenseite berühren einander und wir öffnen den ganzen Brustkasten und atmen in dieser Verlängerung von den Fingerspitzen, die Arme herab. Offene Brustkasten, offene Bauch und dahinter Oberschenkelbereich, Hüftbeugerbereich, auch schön am Dehnen. Wir sammeln jetzt ein bisschen Kraft. Du drückst nach oben mit dem vorderen Fersen und Zehengrundgelenk und mit dem hinteren Zehengrundgelenk. Wir nehmen die Hände auseinander und du kommst langsam den ganzen Weg hoch. Ein bisschen Kraft und Balance. Bei der nächsten Ausatmung beugst du beide Knie wieder und wir drehen zum vorderen Bein. Einatmen, wir kommen wieder hoch. Und ausatmen, wir drehen zum vorderen Bein. Noch einmal einatmen, schön hoch. Ein bisschen balancieren und ausatmen. Wir bleiben da. Wir spüren unsere kraftvolle Basis. Wir verlängern dort M vom Mittel. Schlüsselbein bis in die Fingerspitze daraus. Wir geniessen die Öffnung im Brustkasten und bleiben noch ein, zwei Atemzüge da. Sehr schön. Bei der nächsten Einatmung
kommst mit der linken Hand zur Innenseite vom rechten Bein. Gleichzeitig verlängerst du das hintere Bein und der rechte Arm kommt weit über dem Kopf. Und wir kommen jetzt in einer verdrehten Lunge. Parivrita Anjaneyasana. Entweder schaust du leicht zur Decke rauf oder du erlaubst den Blick zum Boden runter zu kommen. Wir bleiben da noch ein paar Atemzüge. Und bei der nächsten Ausatmung nimmst du die rechte Hand nach vorne und nimmst mit dem hinteren Bein einen Schritt nach vorne. Und Körpergewicht kommt jetzt zurück, sogenannte Parsvottanasana. Und allenfalls da wäre jetzt der Moment, wo du vielleicht deine Blöcke würdest nehmen. Ja? Also wenn der Boden etwas zu weit weg ist, heute Morgen oder heute Nachmittag, kannst du deine Hände auf den Blöcke setzen. Ja? Wir schauen, dass wir möglichst lang in den Beinen, möglichst lang in der Wirbelsäule bleiben. Und du kannst auch natürlich deine Klötze oder deine Blöcke ein bisschen weiter runternehmen. Wir bleiben da, verbinden uns nochmal mit der Atmung. Lang, regelmäßige Atemzüge. Und bei der nächsten Einatmung nehmen wir einen Schritt zurück. Das Bein will gerade nach hinten. Wir atmen ein, wir kommen vor. Du kannst das Bein setzen, du kannst das Bein aber auch vom Boden behalten. Ne? Und du kannst in dreibeinigen Chaturanga kommen. Oder wenn dir das nicht passt, Knie runter und in Modifikation vom Chaturanga. Von da kommen wir entweder in Cobra nach oben oder wenn du im Chaturanga warst, also der grosse Chaturanga, dann kommst du mit den Oberschenkeln weg von der Matte in den Hund, der nach oben schaut. Urdhva Mukha Svanasana. Und wir bleiben noch einen Atemzug da. Verbindet uns mit den kraftvollen Beinen, kraftvollen Armen, offenen Brustkasten. Und bei der nächsten Ausatmung ziehst du dich zurück. Du kommst nochmal in den Hund und der Blick schaut nochmal zum Bauchnabel rauf. Nacken ist lang, Hals ist weich. Platz und Raum zwischen den Schulterblättern, weil du einen leichten Druck von der Daumenseite der Hand bis in die Kleinseite gibst. Die Oberschenkel sind aktiv. Und bei der nächsten Einatmung nimmst du das linke Bein zurück, ein aktives, leichtes Bein. Und bei der Ausatmung das linke Knie zum Brustkasten. Einatmen, zurückkommen. Und ausatmen nach vorne. Wir schauen, dass wir wirklich hier in diesem Plank sind, nicht hier oben. Ja? Einatmen, nochmal zurück. Ausatmen, nochmal vorne. Einatmen, nochmal zurück. Und das letzte Mal ausatmen, vorne. Wir bleiben ein bisschen da. Wir testen unseren Bauch und die Rückenkraft. Natürlich die Arme auch, das hintere Bein auch. Nur Gesichtshaut ist weich, Lippen, Zungen entspannt. Und dann, linker Fuß zwischen die Hände, das rechte Knie kommt zum Matten runter. Tief einatmen, richtig geniessen, die ganze Öffnung vom Vorderkörper. Nochmal die Daumen verschränken. Zeigefinger seitlich kommen zusammen und wir öffnen den ganzen Brustkasten. Oh, und nehmen ein paar genussvolle Atemzüge an. Wir bereiten uns vorbereiten für den kleinen Kraft- und Balance-Moment. Das heisst, zuerst Daumen lösen, dann die Erdung unter deine Füße spüren. Und dann ganz langsam bei der nächsten Einatmung drücken wir uns hoch. Und bei der nächsten Ausatmung drehen wir zum Vorderbein. Nochmal einschnaufen hoch und ausschnaufen. Wir drehen zum Vorderbein. Wir machen das noch einmal. Einschnaufen hoch, ausschnaufen drehen. Wir bleiben da, verbinden uns mit der Erdkraft in die Füße und Beine. Und die Leichtigkeit, die Öffnung, vom Zentrum der Schlüsselbein bis in die Fingerspitze daraus.
Bei der nächsten Ausatmung nimmst du die rechte Hand zur Innenseite vom linken Oberschenkel, also vom Fuß, Entschuldigung, und wir strecken das rechte Bein zurück und nehmen den linken Arm weit über den Kopf. Parivrita Anjaneyasana. Wir geniessen die vollständige Länge von der vorderen Fingerspitze bis zum hinteren Fersenbereich. Bei der nächsten Ausatmung drehen wir und wir nehmen mit dem linken Bein wieder eine schöne Streckbewegung zurück. Einatmen, den Kopf schaut vorne. Wenn du etwas kraftvoller möchtest, hier arbeiten, dann kommen wir vorne mit dem Bein weg vom Matten. Chaturanga Dandasana. Einatmen, Hund, der nach oben schaut. Und ausatmen, Hund, der nach unten schaut. Wir nehmen die Füße ein bisschen näher zu den Händen. Wir schauen, dass die Füße gut geerdet sind. Das Becken bleibt genau in der Position, wie sie jetzt ist. Wir lassen die linke Hand gut geerdet auf der Matte. Und wir nehmen die rechte Hand zur Aussenseite vom linken Bein, dort, wo du das fassen kannst. Und wir kommen in einer Dreieck mit dem oberen Brustkastenbereich. Wenn das jetzt ein bisschen zu viel ist für dich, komm bitte auf die Knie und mach die Dreieck einfach so. Wir lösen die rechte Hand, bringen sie wieder zur Matte und nehmen jetzt mit der linken Hand zur Aussenseite vom Bein, genau wo du es vorher berührt hast. Und kommen jetzt auf die zweite Seite in dieser wunderbaren Dreieck. Das löst so sehr im oberen Brustkastenbereich. Wunderschön. Dann lösen wir die Hände. Wir kommen zur Matte runter. Allenfalls brauchst du Glück. Wir kommen in Ustrasana, der Kamel. Und du kannst es wirklich ein bisschen einfacher für dich machen, indem du die Blöcke an der Seite hast. Ja? Wir fangen an, wir rollen die Schulter aus dem Weg. Wir schauen, dass wir schön offen sind im oberen Brustkastenbereich. Und hier unten bleiben wir schön lang. Und wir testen das ein bisschen, indem wir Vorder- und Hinterhand hier haben. Und kommen einfach mal leicht zurück. Alles schön gespannt, alles schön unterstützend. Und wieder füllen. Wir machen das noch einmal. Wir kommen zurück. Ja, ein bisschen Beinkraft auch. Und wieder führen. Und jetzt behalten wir das Gefühl von Länge hier unten. Ja, es muss ein bisschen weicher werden, aber wir behalten das Gefühl von Länge. Wir rollen die Schulter aus dem Weg. Wir kommen zurück. Zuerst mit dieser Spannung im Bauch. Ja, wir nehmen die Hände dort, wo du kannst. Vielleicht zu den Blöcken, vielleicht zu den Fersen. Oder vielleicht kannst du den ganzen Weg zu den Füßen bekommen. Dann musst du ein bisschen weich werden da. Ja, dann schiebst du die Hüfte leicht über die Knie. Wir öffnen den ganzen Brustkastenbereich. Der Blick ist richtig Nase. Und dann eventuell lässt du den Kopf zurückkommen. Ja? Wenn dir das nicht passt, dann lass den Kopf einfach ein Moment da. Bleib bitte nur so lange, dass es dir gerade passt. Ja, wenn du merkst, jetzt ist genug, kannst du einfach auf den Fersen wieder absinken. Gut atmen. Und ganz langsam, bei der Einatmung, kommen wir mit Kraft in den Beinen nach vorne. Schauen, dass wir hier auch im Rücken schöne Eine nach vorne kommen. Bleiben Sie ein Moment, die Wärme vom Hand in den Rücken, die Wärme vom anderen Hand im Nackenbereich und geben einfach den Impuls bei die Ende von der Wirbelsäule ein bisschen in die gegenüber Richtung ziehen. Ja, Nacken lang, unteren Rücken lang. Wir kommen wieder auf die Fersen. Wir schauen, dass wir einen Block haben, wo zwischen die Füße kommen kann.
Und wir bringen die Aussenkante der Füße, die Innenkante der Füße zu der Aussenkante des Blocks. Einfach so. Ja? Wir legen zurück auf den Rücken. Lasst zuerst einmal einfach den Rücken einen kurzen Moment sich zu entspannen. Und bei der nächsten Einatmung merkst du, wie du die Ferse nach oben erdest, sehr Grundgelenk auch. Das gibt Leichtigkeit im ganzen Hüftbereich. Hüfte, Rücken kommt hoch, Arme kommen auch mit. Und du kommst in dieser Version von der Brücke, von Setu Bandhasana. Die haben gut nach hinten gestreckt, gut nach oben mit den Füßen erden. Eine kleine Spannung im Gesäß, nicht allzu viel, aber eine unterstützende Spannung. Und die wunderbare Länge vom Vorderkörper wahrnehmen. Bei der nächsten Ausatmung kommst du ganz, ganz langsam Wirbel um Wirbel wieder zurück. Die Arme kommen auch mit und am Schluss der Ausatmung ist alles wieder auf der Matte. Einatmen, du kommst nochmal hoch. Du verbindest dich nochmal mit deinem Atemrhythmus und du repetierst diese Bewegung noch dreimal. Ganz schön fließend mit der Atmung. Bei diesem letzten und dritten Mal bleibst du entweder wieder so oder falls du den vollen Rad Urdhva Dhanurasana sowieso üben, dann machst du das jetzt aber bitte nicht jetzt zum ersten Mal online. Es wäre besser, wenn du das dann mit Unterstützung von deiner Lehrperson hast. Die können und jetzt wollen, ja, die Hände so bei den Schultern platzieren, leicht zuerst auf dem Kopf ankommen, dann gut die Handballen in die Matte erden, so wie die Beine, so wie die Füße. Und ganz langsam dich dann im vollen Rad, ganz Vorderkörper jetzt richtig öffnen und die Länge vom Vorderkörper geniessen. Ein paar Atemzüge, da verweilen. Du schaust, dass es dir gut geht. Also wenn du merkst, du musst runterkommen, dann unbedingt langsam wieder zurück. Wenn du merkst, du kannst noch ein bisschen bleiben, dann sind wir noch drei lange Atemzüge. Du ganz, ganz langsam kommst du wieder zurück zur Matte. Kopf landet zuerst, dann Nacken schön lang. Vielleicht hilfst du, wenn du die Ferse hochziehst und ganz, ganz langsam Wirbel um Wirbel wieder zurückkommst. Sehr schön. Wir stoßen den Block ein bisschen aus dem Weg. Wir bleiben einen kurzen Moment da. Wir schließen die Augen. Ah, spüren nochmal nach. Die tiefe Rückbeugung, die bringt uns so viel Leben. Inspirational poses, they bring us life and energy. Das richtig spüren in deinem Körper, die Energiefluss jetzt, wo durch den ganzen Körper fließt. Bei der nächsten Ausatmung nimmst du beide Knie zum Brustkasten. Du ziehst den Kopf richtig Knie und spürst, wie das wunderbar wieder die Wirbelsäule in die Länge und Breite zieht. Und bei der nächsten Einatmung steckst du die Arme in eine Richtung, beide in die andere Richtung. Wir repetieren das, aber du nimmst jetzt die Hände einfach vorne zu den Füßen. Das Bein ein bisschen mehr aktiv im Bauch. Einatmen, Arme und Beine strecken und ausatmen, Kopf und Schulter weg vom Boden. Einatmen, Arme und Beine strecken und ausatmen, Kopf und Schulter weg vom Boden. Bei der nächsten Einatmung kannst du jetzt einfach ein paar Atemzüge so bleiben, wenn dir das am besten passt. Oder du kommst in einen halben Schulterstand, ja, du nimmst die Hände zum Becken, Beine sind 45 Grad. Oder jetzt wäre der Moment,
dass du deine zwei Decken nimmst. Die sind jetzt als Unterstützung für deine Schultern da. Du legst sie so auf der Matte. Und wir kommen mit den Schultern gerade am Rand der Decke. Wir nehmen einen Gurt, den hast du schon vorher vorbereitet, ja, schulterbreit auseinander. Und wir legen jetzt zurück auf der Decke, so weit, bis die Schultern fast am Rand sind, aber noch nicht ganz. Ja. Bei der nächsten Einatmung nimmst du Bein hoch und zurück im Flug, Halasana. Du nimmst Zeit, um Gürt um den Ellbogen zu bringen. Du rollst die Schulter ein bisschen nach oben. Die Hände kommen hinten am Rücken. Und ganz langsam ein Bein nach dem anderen. Und wir kommen hoch in den Schulterstand. Und bleiben 5 lange Atemzüge da. Schön stabil. Blick entweder Richtung Herz oder Bauch. Beine sind immer noch aktiv. Ich spüre ein bisschen die Leichtigkeit jetzt. Wir haben ein paar Übungen gemacht vorher, wo die Beinkraft gebraucht haben. Und jetzt sind die Beine in der Luft, ein bisschen Luftelement, ein bisschen leichter. Und bei der nächsten Ausatmung kommst du ganz langsam, wenn du im vollen Schulterstand bist, kommst du zurück in den Flug, Halasana. Du löst den Gurt. Du rollst ganz, ganz langsam Wirbel um Wirbel zurück. Du fasst nochmal die Knie am Brustkasten. Und ganz langsam mit einem leichten Schwung hoch oder nach rechts drehen, kommst du rauf für unsere letzte Asana in dieser heutigen Hatha Flow. Und das ist die Zange oder Paschimottanasana. Und für das schaust du, dass du genug Erhöhung hast unter den Sitzbeinhöcken. Vielleicht ist das immer noch eine sehr schwierige Position für dich. Ja? Und du kannst dann deine Klötze nehmen, so. Deine Klötze nehmen und sie einfach hier auf den Skibein platzieren. Ja, so wie es gerade passt und dann nach vorne kommen. Und sonst, wenn es ohne Hilfsmittel passt, dann sind wir 5 lange Atemzüge im Paschimottanasana. Kopf kommt zu den Skibeinen. Den ganzen Hinterkörper entspannen, den ganzen Hinterkörper schön in die Länge ziehen. Und dich nochmal mit dem Atemfluss verbinden. Langsam kommst du hoch, du führst mit einem langen Nacken, aktiven Rücken, kommst wieder zurück und wir bereiten uns jetzt auf die Schlussentspannung vor, auf die Shavasana. Und für das schaust du, dass du vielleicht eine Augenküsse hast, eine Decke hast, um dich zu decken. Und falls du merkst, wenn du zurückliegst, dass du ein bisschen so liegst, ne, dann hast du auch eine Decke hinter dem Kopf, dass der Nacken schön lang ist. Wir kommen langsam zurück. Wir brauchen ein bisschen die Bauchkraft, die wir schon aufgeweckt haben. Ganz schön langsam. Ups. Und dann nehmen wir unsere Decke. Das sollten wir zuerst machen, bevor wir abrollen. Ich hoffe, du bist gescheiter gewesen, als ich das bin heute Morgen. Und dann liegen wir zurück, wir schauen, dass wir schön warm haben. Und wir nehmen dann etwas, wo die Augen noch ein bisschen sinken lassen können.
und wir kommen in die Schlussentspannung. Spüre, wie der Körper wieder ganz still wird, ruhig wird. Spüre, wie langsam die Haut vom Körper weich wird. Alle äußerliche Spannung, die vielleicht noch da ist, einfach zum Boden fliessen lassen. Die Muskulatur wird weich. Du hast das Gefühl, es schmilzt richtig Boden runter. Sogar dein Skelett liegt da wunderbar ausgerichtet. Es gibt keine Spannung auf der Seite des Gelenks. Alles schön ausgerichtet und entspannt. Ich lade dich jetzt ein, weiterhin mit jedem Atemzug dich immer tiefer zu entspannen. Noch ein bisschen da liegen bleiben. Meine Zeit ist jetzt vorbei und darum sitze ich kurz auf und verabschiede mich von dich. Wünsche dir weiterhin einen ganz schönen Tag bei Yonamo Online. Bleib gesund, bleib munter und danke fürs Mitmachen. Namaste.